So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Diamant, die Nuzlocke. Heute habe ich gesagt, machen wir Dings fertig. Doc Brown, der ist heute dran. Ich nehme heute mal abends auf, weil ich nicht ganz so müde bin wie die letzten Tage. Weil ich heute, dadurch, dass die Prüfung etwas schwerer war, zugegebenermaßen ein bisschen weniger selber gearbeitet hat. Sollte man nicht machen. Eigentlich sollte ich das machen und werde ich auch nachholen, versprochen. So, jetzt geht's hier aber richtig zur Sache. Als nächstes ist hier der Wachmann dran. Der gibt ja richtig viele Erfahrungspunkte. Kriegt das halt heran. Aber der kämpft nur abends. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt noch abends dazu komme. Aber es liegt auch ein bisschen daran, gebe ich zu, dass einfach im Fernsehen absolut nichts läuft. Ja, Fernsehprogramm ist gerade richtig kacke. Deswegen nehme ich jetzt auf. Ist auch ein guter Grund. Dadurch, dass ihr, dass gerade im Fernsehen keine Unterhaltung kommt, produziere ich Unterhaltung. Und Unterhaltung ist so wichtig. Und ich habe vorhin schon wieder gehört, dass irgendwelche anderen YouTuber irgendwie das Fünffache von meinem, naja, nicht das Fünffache, aber das knapp Vierfache von meinem Gehalt kriegen. Für Mist. Also wirklich für Mist. Die machen gar nichts. Die produzieren keine sinnvollen Videos, aber schaffen es, dass die gehypt werden. Und ja, dann verdienen sie mehr. Aber auch nicht so viel mehr, das tröstet mich. Das war kein 50 Milliarden Euro YouTuber. Zum Glück. Da habe ich mich auch geärgert. Ich sollte auch mal so Modeartikel oder sowas vorstellen. Dafür kriegt man ja angeblich richtig viel Kohle. Aber ich glaube, ich bin zu unmodisch dafür. Das wird keine Sau mehr kaufen, wenn ich das vorstelle. Müssten eigentlich mich Firmen bezahlen, dass die Konkurrenz vorstelle, damit niemand mehr sowas haben will. Ja, das wäre doch... Das wäre die neue Modewelle. Leute bezahlen mich dafür, dass ich andere schlecht mache, indem ich sie hype. Wäre ich dafür. Und wer ist auch dafür? Wolf macht Mode. Nee, wäre natürlich absoluter Schwachsinn. Würde ich auch nicht machen. Ich bin ja kein Mode-Fan, Mode-Fetischist oder sonst was. Nö. Ich bin einfach ich. Und das ist gut so, aber ich muss echt vielleicht mal, wenn ich wieder Zeit habe, das ein oder andere neue Format integrieren. Weil viele kriegen das ja nicht mit. YouTube, ja, da geht die Kohle insgesamt runter. Und ich muss ja so langsam mal drüber nachdenken, wie so mein Gehalt steht. Weil das geht ja auch wieder mit rein. Das vergessen ja viele, dass YouTube für mich ein Hobby ist. Und ich da sehr, sehr viel Zeit rein investiere. Und ja, indische Kinderarbeiter verdienen mehr als ich. Aber gut, ein Hobby muss nicht unbedingt Geld bringen. Aber wenn es kein Geld bringt, dann kommt auch irgendwann keine Professionalität mehr zustande im Sinne von Uploadplan, sondern dann würde ich halt wie viele andere YouTuber das machen, leider, muss ich sagen, nur noch dann aufnehmen und hochladen, wenn ich gerade Bock zu habe. Also wirklich komplett Lust habe, jetzt schau ich mal jetzt nämlich auf, so wie jetzt gerade. Aber es würde halt dann jeden Tag wahrscheinlich ein anderes Video kommen und so richtig Projekte würden vielleicht gar nicht mehr existieren und nicht durchgezogen werden und... Ach, ist doch doof. Und ich weiß, jetzt haben die ersten schon wieder Five Nights at Freddy's im Kopf. Oh. Da muss ich mich jetzt erstmal drum kümmern. Weil das habe ich ja auch nicht fertig gemacht bisher. Das kommt aber noch. Also, wer da jetzt denkt, Wolf, du hast das nicht fertig gemacht. Böser Wolf. Böser Wolf. Nee, wird noch. Also, ist noch nicht vorbei. Ich bin noch dran. Ich habe bloß jetzt im Moment weder Zeit noch sonderlich Lust drauf. Das gebe ich zu. Aber kommt wieder. Also, ja, mal gucken. Wenn jetzt die Prüfungen vorbei sind, dann mache ich auf jeden Fall Five Nights at Freddy's 2 fertig. So, und ich mache jetzt mal hier was Besonderes. 2 EP-Teiler gerade mal. So. Weil solange ich die... Also jetzt werden ja die EP, die Pokémon kriegen, die EP-Teiler-Pokémon, die werden ja jetzt geteilt. Das finde ich gut. Die anderen bleiben ja gleich. Und so kann ich zumindest darüber noch ein bisschen die anderen beiden trainieren.
ist ja nicht viel, was die jetzt kriegen, immer nur so Minimalbeträge, aber es ist besser als gar nichts. Und es soll einfach jetzt so ein bisschen Training noch für die sein, weil die ja nicht bis 65 trainiert wurden, obwohl sie sehr, sehr stark sind. Draußen sind die ganze Zeit Geräusche. Ich weiß gar nicht, ist meine Nachbarin wieder da oder geht mein Nachbar einfach im Gang auf und ab? Oder irgendeiner meiner Nachbarn? Ich weiß es nicht. Irgendwer macht Krach. Und ich krieg gerade ganz viele Nachrichten. Da würde ich ganz gerne ganz kurz mal raustabben. Bin gleich wieder da. Schon wieder da. Weiter geht's. Kurz mal Nachrichten beantwortet. War jetzt nicht ganz so wichtig, aber ist ja trotzdem ganz gut, wenn ich das mache. Weil Nachrichten beantworten ist wichtig. Ich versuche auch immer eure Kommentare zu beantworten. Also wenn ich die Möglichkeit dazu habe, mache ich das. Gehört sich auch so, finde ich. Ihr kommentiert, also für die, die auch eine Antwort von mir. Klar, ist jetzt für mich leicht, weil ich nicht so viele Abonnenten habe. Also, die auch kommentieren. Ich habe ja jetzt 1068 oder sowas. Und davon kommentieren wahrscheinlich so im Schnitt 5. Regelmäßig. Also ist nicht wirklich viel, von denen man regelmäßig was hört. Dann gibt es natürlich die, von denen man hin und wieder was hört. Aber ja, es geht jetzt um die regelmäßigen und da kann ich euch ruhig antworten. Also schreibt Kommentare, ich antworte euch. Aber bitte nicht so ein sinnloses Hey. Das stört mich dann auch. Dann lieber guter Part, dann sage ich danke. Moin. Oder Wolf, ich habe da mal eine Frage, da auf Fragen antworte ich auch eigentlich immer, aber bitte unter das entsprechende Projekt. Wenn das Projekt nicht gerade seit 30 Jahren abgelaufen ist, dann unter das entsprechende Projekt. Und selbst wenn es nach 30 Jahren abgelaufen ist, dürft ihr ruhig unter das Projekt kommentieren. Ich sehe das dann noch. Bloß, da war ja auch schon mal ein Fall, wo jemand unter ein altes Video kommentiert hat, und dann nochmal unter ein neues Video. Einfach bloß, weil er dachte, es würde und ich hätte es unter dem Alten nicht gesehen. Was aber eigentlich daran lag, dass ich übers Wochenende wirklich komplett weg war und gar nicht an die Kommentare rangehen konnte. Und deswegen einfach schlicht und ergreifend nicht antworten konnte. Also ich hätte geantwortet, wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Und jetzt werden ja auch immer, das werde ich in TCG sagen, dass jetzt in letzter Zeit mal wieder sehr, sehr viele können wir zusammen spielen Anfragen auch von anderen YouTubern dann kommen, die ich aber gar nicht kenne. Wo man dann teilweise auch so ein bisschen das Gefühl hat, die wollen einfach bloß Aufmerksamkeit haben und wollen sich dann so ein bisschen hier über, ja, praktisch die Abonnentenzahl von mir hochziehen. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil die meisten Abonnenten, die ich habe, sind Abo-Leichen. Das ist schlicht und ergreifend so. Und wenn ich die abgeben könnte, das würde ich sofort tun. Würde ich wahrscheinlich 500 Abos loswerden, aber das ist mir egal. Hauptsache Abo-Leichen weg. Aber jetzt kommen hier bald wieder... Was ist denn heute? Heute ist der erste, ne? Dann kommt am Wochenende... Oh ja. Oh ja. Da wird wieder aufgenommen. Leute, von mir. Oh, ich muss mal Zero fragen, ob der vorbeikommt. Leute, wird aufgenommen. Wochenende. Wochenende ist Aufnehmen angesagt. Das sage ich euch. Aber das werdet ihr dann wahrscheinlich nicht sofort sehen. Da muss ich mal gucken. Wenn jetzt wieder ein Projekt frei wird oder so. Ich habe schon eins komplett aufgenommen. Also, ich kann euch nicht sagen, wann ihr das zu sehen bekommt. Aber da kommt noch ein bisschen was. Ich habe jetzt so viele Projekte schon im Voraus, von denen ich gar nicht weiß, wann ich die unterbringen soll. Aber ich will die alle machen, aber ich habe keine Zeit, sie aufzunehmen. Das ist das Problem. Ich will so viel eigentlich parallel machen und ich kann es einfach nicht. Und das ärgert mich, weil ich würde das alles gerne machen. Weil jetzt kommt ja endlich ein Spiel für den PC raus, was habe ich ja schon mal gesagt. One Piece Burning Blood. Das ist ja offiziell schon draußen, aber halt nur für Konsole, nicht für PC. Und für PC kommt es jetzt und dann kann ich es endlich auch Let's Playen. Werde ich auch machen. Kraftwelle mache ich nicht. Obwohl, hätte ich vielleicht tun sollen gegen Geowurf, aber nee, fühle ich mich mit Geowurf sicherer. Und das war jetzt auch doof, weil... Das Bisasam. Ja.
So. Tot. Ja, warum ist das doof? Weil ich hier jetzt Chris trainieren möchte. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Projekte und dann habe ich halt Prüfungen und da kann ich nicht. Da kann ich einfach nicht. Also, da wird nicht so viel aufgenommen. Mal gucken. Jetzt am Wochenende ein bisschen was im Voraus mache. Dann vielleicht, wenn hier Pokémon abgelaufen ist, dass ich dann erstmal kurz eine Pokémon-Pause mache. Oder dann wird ja auch ein Sonntagsprojekt frei, wenn Diamant fertig ist. Ich habe schon wieder vergessen auszutauschen. Obwohl, das ist Elektro, ne? Das mache ich lieber nicht mit Chris. Ja, wenn dann wieder was frei ist, dass ich dann halt eben kurzerhand mal sage, Sonntagsprojekt wird jetzt ein bisschen länger wieder, bisher das derzeitige auch, dass ich da zum Beispiel dann das neue Projekt einbinde. Oder mal gucken. Dann spätestens ab Oktober habe ich ja eh wieder 3 Projekte am Tag. Das heißt, da ist dann wieder richtig. Da ist dann wieder Party. Das sage ich euch. Könnt ihr euch drauf freuen. Und tut ihr wahrscheinlich auch. Ist ja das Schöne, ihr freut euch. Freut euch, wenn ihr was gucken könnt. Und ab Oktober könnt ihr wieder mehr gucken. Ja, so lange müsst ihr noch aushalten, weil so lange habe ich leider noch Prüfungen. Also 4. Oktober ist Sense. Das heißt, ja, 5. Oktober wahrscheinlich noch nicht, aber ab 6. Oktober sind wieder 3 Projekte drin. Das heißt, auch Five Nights Freddy's wird fertig gemacht und die ganzen neuen, also ein bisschen was Neues startet und dann habe ich auch wieder mehr Zeit und bin wieder entspannter und nicht so angespannt wie jetzt zur Zeit. Ja, bin ich wirklich. Merkt man mir nicht immer so an. Das gefällt mir gerade nicht. Aber bin ich wirklich. So, stirb bitte einfach. Danke. So, die anderen beiden wollen kämpfen. Jetzt muss ich mir mal überlegen. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht, mach ich nicht. Ich geh mich lieber heilen. Sicher ist sicher. Ich weiß, ich hätte auch einfach eine Top-Genesung einwerfen können. Ich habe ja genug. Aber trotzdem, man will ja auch nicht so verschwenderisch sein. Auch wenn ich es mir leisten kann. Oh, und ich bin total verspannt, Leute. Irgendwelche Nackenmasseure unter meinen Zuschauern? Meldet euch. Wolf hätte eine Aufgabe für euch. Ja, wirklich, meine Schultern und mein Nacken. Also sind... Ich war schon schlimmer dran, aber tut derzeit schon wieder weh. Liegt einfach daran, dass ich mir wegen Mathe so extrem viel Stress mache. Weil es halt wirklich eine extrem schwere Prüfung ist. Die ich aber glaube, dass ich sie bestehen kann. Das ist ja das Traurige. Ich glaube, ich kann sie bestehen und habe trotzdem Angst. Du Mistvieh, stirb einfach. Danke. Das sind ja Luki und Nebel eher noch auf Level 65. So, komm. Den machen wir heute noch. Und komm, das Mew können wir auch noch machen. Das gibt zwar nicht so viel, aber egal. Drachenpult. Super. Sehr effektiv. Ja, aber es bringt sich wegen selber um. Das ist schon mal sehr zuvorkommend von ihm. Aber der Kerl hier... Oh Gott, ich habe auch noch Firefox nicht gemutet. Oder doch, Firefox ist gemutet, aber ich habe den Check diesmal in einem anderen Browser auf, weil die Seite spinnt. Na, super. Stirb bitte, Abra. So, und jetzt bist du dran, Kleine. Du noch und dann haben wir sogar noch ein bisschen Zeit. Es geht doch sehr schnell, muss ich sagen. Wart. Wie, das bringt dich nicht auf einen Schlag um hier. So geht's aber nicht. Ich hätte ja schon gern Chris noch ein Level hoch heute. Wie gesagt, theoretisch, wir sollten eigentlich die Top 4 jetzt schon schaffen. Aber ich will halt auf Nummer sicher gehen. Ich bin so jemand... Ich gehe lieber auf Nummer sicher, als ein Risiko einzugehen und am Ende auf die Nase zu fallen. Ja, wirklich. Bin ich. Das ist mein Problem und deswegen habe ich auch Angst vor der Matheprüfung, weil es da halt so Fragen gibt, bei denen man negativ was bewirken kann, wenn man sie beantwortet. Wenn sie falsch beantwortet zumindest. Da kommt halt dann meine Angst hoch. Blödes Pflanzenfee.
So, das Geradax machen wir auch noch fertig. Und dann haben wir zumindest das Level noch geschafft. Oh Gott, das Vieh hat H2O-Absorber. Nee. So spielen wir nicht. Also mit H2O-Absorber ist hier gar nichts. Ja, so viel wären es jetzt eh nicht gewesen an Erfahrungspunkten. Die kann sich's auch teilen. Und Chris ist ja eh schon Level 56. Das heißt, maximal zwei Parts, dann sind wir hier durch. Aber heute ist schon Freitag, ne? Samstag muss noch. Mal gucken. So, Leute. Wir gucken aber jetzt nochmal, wie viele Erfahrungspunkte unsere einzelnen Pokémon schon haben. Und noch brauchen. Also der hier braucht noch 9000. Der hier braucht 6945. Das ist eine ganze Menge. Für ein geteiltes Pokémon. 6400. Ja, die brauchen so viel, bis die sich nochmal weiter... Also bis die noch ein Level hochkommen. Aber dafür sind die halt auch extrem stark. Dieses Zeitspiel ist total doof. Weil es halt schon relativ hohen naja, es geht. Aber der Initiativewert, es bewegt sich nach agil, weniger agilen Gegnern. Das heißt, wenn das gegnerische Pokémon langsamer ist als wir, dann sind wir trotzdem als zweites dran. Ist total doof. Egal, Leute. Ihr lasst mir einen nice Kommentar, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit Pokémon Diamant. Das Training. Bis dann, euer Wolf.